Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt Medal of Honor Warfighter. Endlich ist es soweit. In Pakistan sind wir. Eine Stadt von Pakistan heißt Karachi. Und wir schleichen uns gerade an. Und feuern unseren ersten Schuss ab. Okay. Wir haben hier keine Freunde. Erledigt ihn. Alles klar. Da ist unser Truck. Du darfst die Wache nicht erschießen, sonst ist die Operation am Ende. Platziere einfach den Sprengsatz. Ich sichere dich. Ja, okay, dann schieße ich den Typen einfach nicht ab. Dann haben wir auch kein Problem, ne? Okay, Let's Play beendet. Okay, ich freue mich auf jeden Fall für den Feuerwerk, was kommen wird. Da reden die gerade pakistanisch. Breacher, die Wache ist bewaffnet. Leg den Kerl um. Okay, mach ich. Gute Arbeit, such dir eine vernünftige Deckung. Alles klar. Warte, der Truck ist noch zu nah. Jetzt, Breacher. Bam! Ach du Scheiße, ey. Boah. Was eine Sprengladung überhaupt anrichten kann, also ist schon mal voll krass. Headshot. Für beide. Oh oh. Ah. Also hier ist auf jeden Fall ziemlich laut, muss ich sagen. Und der Typ brennt gerade und der läuft immer noch hier rum. Egal. Ja, dann komm, Preacher, beeil dich, Mann. Ich hab auch nicht mehr viel Zeit. Ich hab mal von dir ein bisschen Munition genommen, okay? Wo denn, wollen wir denn hier einen Heli? Wenn ich fragen darf. What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Schalt den Heli aus! Ja, dann komm, nimm ihn doch schnell! So. Bam! Da hat Bams gemacht. Und jetzt. Das war's mit dir, du blöder Heini. Electronic Arts präsentiert. Ein Danger Close Spiel. Medal of Honor Warfighter. Wie das läuft. Du versprichst dich zu ändern. Mach Bella Hoffnung. Wir schmieden Pläne und dann kriegst du plötzlich einen Anruf und verschwindest. So ist es nicht. Lena? Verdammt. Warum hast du aufgelegt? Ich bin unterwegs. Da war ein Tunnel. Du telefonierst beim Fahren? Ist Bella im Auto? Ich fahre nicht. Wer dann? Mein Dad. Nächste Frage. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Wie immer. Ich will nicht mehr kämpfen. Du lebst dafür. Mother Dusty, was ist bei eurer Operation passiert? Keine Ahnung. Es war eine ganz normale Sprengung. Dann regnet es plötzlich Container und wir liefern uns eine Schießerei mit einem verfluchten Helikopter. Und der war bestimmt nicht von der Küstenwache.
Unmöglich. Wir empfangen Siggins-Signale von Manila bis Ostafrika. Ihr habt mit eurem Feuerwerk irgendwen wütend gemacht. Irgendeine Ahnung wen? Die Liste ist ziemlich lang, Bruder. Tun wir OGA einen Gefallen, bleiben am Hafen und arbeiten die Liste ab. Nein, das ist nicht Sache der Navy, Dusty. Wir bräuchten eine Genehmigung von ganz oben. Die habe ich schon. Tja, war ja klar. Was sagen denn deine Quellen vor Ort? Wir hatten da jemanden, Codename Argyrus, in einer Zelle auf der arabischen Halbinsel. Ihr hattet jemanden? Haben seit Monaten nichts von ihm gehört. Echt beunruhigend. Er könnte tot sein oder ausgeflippt. Er könnte überall sein. Sehr verdächtigend. Argyrus. Irgendwo im Jemen, Südwesten. المهم هو أن الكفار على باب بيتنا ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا يجب أن تثبتوا جدارتكم سنرى الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم Alles klar, Chef. Ich hoffe, dass das Ding mich nicht verletzt, ne? Okay. Ja, das alles wissen, weiß ich schon bereits. Von zig anderen Ego-Shootern. Okay. Umschalten von... Ah, so kann man also den Feuermodus ändern, okay. Mit vollautomatisch und halbautomatisch. Und dann so, okay. Alles klar, mit Granaten kann man ja auch solche Menge abschalten. Oh, das hat denn die weggesmashed. Danke für deine Munition, Kollege. Kannst du mir jetzt abhauen, weil ich will da durch jetzt, okay? Warum kann ich da jetzt nicht durch? Ah, jetzt kann ich da durch, okay. Na, ein Schießwettbewerb anscheinend, ja. Ach du Scheiße, ey. Okay. Ey, warum schießt du immer noch? Okay. Alles klar. Hey Kollege, darf ich von dir auch mal Munition nehmen? Obwohl ich hier Munition habe, aber naja. Okay. Jetzt geht's um Geschwindigkeit, Leute. Ich muss mich mal... Also wir müssen, also ich muss mich hier glaube ich jetzt, zwar ziemlich schnell. Bewegung! Oh fuck. Ah, da vorne hatte ich einen Kisten, ja, von daher konnte ich mich nicht bewegen. Hab ich noch was vergessen? Ja, hab ich. Den hier. Und rein damit. Ja. Wow. Wow, ich habe 16 von 16 Ziele zerstört und Kopfschüsse 13 von 16. Das ist schon mal sehr nice. Okay, ich mach weiter. Denn ich weiß ja, wie man mit einer Waffe schießt. Also.
nicht, gut. Welche Sprengsätze habt ihr benutzt? Hohlladung. Gerade genug, um es wie eine defekte Benzinleitung aussehen zu lassen. Der Sekundärschaden geht nicht auf uns. Nein, die Explosion kam aus dem Inneren des Containers. Das bestätigt unsere Theorie mit den Sprengstofflieferungen. Ja. Und wem gehört das Zeug? Ah, eine scheiß Briefkastenfirma in Dubai. Ist ziemlich aktiv. Karachi, Philippinen. Das Handy, das ihr gefunden habt, ist eine große Hilfe. Okay, ich muss das fragen. Wie geht's dir? Das geht schon. Sobald es politisch wird, sollen wir das Feuer einstellen und tanzen. Bin aber kein Tänzer. Okay. Also, ab sofort leitet Voodoo Mako. Das wird ihn zwar nicht freuen, aber er steht bereit. Das hoffe ich. Wir kriegen gerade nasse Füße. Ach, darfst du mir mehr sagen? Im Moment nicht. Wir bleiben in Verbindung, Mann. Hey, Stump. Wenn ich's nicht schaffe, gib das meiner Ex-Frau. Mehr kriegt sie nicht. Kann losgehen. Alles andere hat sie nämlich schon. Eine Minute! Eine Minute! Stopp, du startest die Boote!